Neuer Glanz für die Wiener Universitätskirche. Die soeben abgeschlossene Renovierung wird mit dem spätbarocken Mysterienspiel Irlanda gefeiert. Der Stoff des Stückes, Komplott und Menschenraub an einem Fürstenhof der Bretagne, stammt aus einer Handschrift von 1791. Ein Tauziehen zwischen Himmel und Hölle um die menschliche Seele. Auf Erden herrschen Lug und Trug, Laster und Trunksucht. Zieh euch recht toll! Der Berliner Komponist Juri Eberhardt hat den Originaltext neu vertont. Dieses Duett, mein Mäkerle, wohl! Musik als solche bewegt sich in bestimmten Harmonien und steht damit ein Abbild der göttlich geschaffenen Ordnung dar. Insofern, die Tradition ist natürlich viel älter als das Stück, was wir machen. Nur so kam das wahrscheinlich, dass es in diesem Stück, wie gesagt, nach historischer Vorlage, nur im Himmel Musik gibt und in der Hölle nicht. So haltet Rat, durch was für Tat man sie von dort vertreibt. Höllenangst, Untergangsvision, aber auch Hoffnung. Irlanda ab Donnerstag in der Universitätskirche in Wien.